Willkommen zum Magazin. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Kennen Sie eine rollende Party? Nein, nicht? Dann dürfen Sie jetzt gespannt sein. Man könnte sie allerdings auch Kabinenparty oder noch besser Schienenparty nennen. Eine Straßenbahn diente Freitagabend nicht nur als Fortbewegungsmittel, sondern auch als Party-Location. Krone-Hit-Tram-Party nennt sich das dann. Mit 6 Boxen, einem DJ-Pult und LED-Beleuchtung rauschte die Straßenbahn durch die Linzer Innenstadt, um die Partymeute von Lokal zu Lokal zu bringen. Na, da waren sicher alle traurig, wie es am Schluss geheißen hat. Alles aussteigen bitte. Kurt Wögerer verkauft Klangkonzepte. Er stellt eine Hi-Fi-Anlage zusammen mit allem, was dazugehört. Vom Verstärker, den Lautsprecherboxen bis zum Schallplattenspieler. Bei ihm können sogar sogenannte Audiosysteme nach individueller Terminvereinbarung getestet werden. Und zwar am besten im eigenen Zuhause. Kurze Werbepause, dann geht's weiter mit der Kultur auf LTR1 und ganz viel roten Rosen. Willkommen in der Kultur auf LTR1. Rosen, Tulpen, Nelken, alle drei verwelken, nur die eine nicht und die heißt Vergissmeinnicht. Ein Spruch, der sich fast in jedem Stammbuch findet und meist mit schönen Blumen verziert ist. Und genau um diese, um Blumen, dreht sich derzeit nicht nur alles bei der Landesgartenschau in Ansfelden. Auch das Stift St. Florian hat Schätze zum Thema Kunst und Natur zusammengetragen und stellt diese in der Sonderausstellung Stift in Grün vor. Das Freilichtmuseum Sommerauerhof ist ebenfalls involviert. Und ich sage nur, eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Sie ist Fotografin, Filmemacherin und Psychoanalytikerin. Letzteres wird bei den Porträts der Künstlerin Friedel vom Groller eindrücklich klar. Ihre oft auf den ersten Blick banal wirkenden Aufnahmen haben Tiefgang und zeigen die persönliche Beziehung der Fotografin zu ihren Modellen. Wir haben mit der in London geborenen Wienerin bei ihrer Ausstellung im Linzer Lentos gesprochen. Über TV, Tiefgang und Technik. Ab dem 4. Mai widmet das Black Humor Festival im Linzer Posthof 6 Abende Freunden bitterschwarzen Humors. Und diese dürfen sich auf eine wahre Entdeckung freuen. Le Okidok aus Belgien haben noch nie ihren Fuß auf österreichisches Territorium gesetzt. Beim Black Humor Festival feiern sie Austropremiere und das in Unterhosen. Ja, und für das Konzert der Band Teeth am 5. Mai im Linzer Posthof verlosen wir 4x2 Karten, Mail an kultur@lt1.at, kein Wort, Teeth. Ich sage danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen eine gute Woche, auf Wiedersehen.